Ja, hallo meine lieben Soul-System-BewohnerInnen. Es geht weiter mit Humankind von Amplitude Studios. Wir sind die Archämeniden. Und ja, ich bin auch nicht alleine. Ich habe sie dabei, die Monali. Hallo. So, großartig. Also, dann schauen wir uns doch mal hier ein bisschen noch mal kurz um. Ja, wir haben hier noch einen Kampf gegen die Bären und wir haben noch hier das mit dem Stadtstaat zu klären. Und ja, da gehen wir jetzt mal ja, rein da, würde ich sagen. Drauf los. Bin jetzt mal gespannt, wie der Kampf mit dem Bär ausgeht. Weiß gar nicht, ob der jetzt geheilt hat, während er im Kampf ist. Das glaube ich nicht. Ne? Das machen wir nicht. Habe ich nicht gesehen. Haben wir ja nochmal Lehrgeld bezahlen müssen mit den Pyramiden. Das wäre ja fies. 0 zu 0. 0 zu 0 steht da. Die haben sich gegenseitig doch getötet. Ja, der hat jetzt angegriffen und es war ein Double Kill. Okay. Patt stand da. Ja, gut. Dann ist der halt jetzt leider weg. Das können wir jetzt nicht verändern. Da sind auch nochmal Bären. Wo? Wo? Ich sehe sie nicht. Da. Okay. Truppen habe ich aber keine. Die ruhen sich aus und der da will weglaufen. Da weiß ich halt nicht, was passiert, wenn ich den jetzt nachsetze da und den versuche zu erwischen. Das könnten wir mal als erstes machen. Der kämpft auch. Ja, das muss man nicht verstehen, ne? Also der Bogenschütze, also ich habe gar keinen Bogenschützen, guten Morgen. Der ist getötet worden. Gut, angreifen muss ich den schon, ne? Ja. Alright. Off we go. Follow me. Over this way. Also ich versuche jetzt zunächst mal so gut ich kann zu umstellen, damit ich möglichst hohen Schaden mache und möglichst wenig bekomme. Weiß nicht, ob das jetzt zu viel der Liebesmüh war. Aber man sollte sich gewisse Dinge angewöhnen und nicht einem Schema F nachgehen. So, du hast gesagt, hier sind nochmal zwei, aber zwei Bären. Ich habe da einen Speerkämpfer, der alleine 19 Kampfkraft hat. Die Bären haben angeblich 22 Kampfkraft zusammen. Wobei man halt sich gegen Bären auch irgendwie aufstellen könnte. Ja. Vielleicht wird irgendwo noch was, ein Bogenschützen oder so, auch eh produzieren. Ich glaube, die Bären fangen jetzt nicht gleich an zu plündern. So, die machen jetzt aber noch die hängenden Gärten. So, die hätten dann das in zwei Runden und du würdest sagen, du willst jetzt einfach nochmal noch einen Soldaten ausbilden. Ja, mal eine Runde Bogenschützen. Entschuldigung. Zur Jagd, so rein instinktiv möchtest du dann einen Bogenschützen haben, ne? Ja, wir haben ja den anderen auch schon verloren. So, die sind jetzt auch vollständig geheilt. Salbei wurde gekauft. Und Urkes könnte man jetzt angreifen, meine ich, ne? Weiß nicht, was sie da haben. Ja, das sehen wir dann. Aha, da ist jetzt nochmal ein Speerkämpfer von denen. Aber gut, ich habe ja auch noch einen Speer nur da drin, ne? Hm. Wie würde das jetzt aussehen? Da müssten doch die Bürgerleute eigentlich dazukommen, oder? Eigentlich die zwei. Schon. Nö, sieht jetzt nicht, sieht nicht danach aus. So, wo ist der da? Der steht da hinten. Das ist gut, dass der da hinten steht. So, dann sag ich mal. Da change ich nochmal was durch. Entsendung beenden. So, okay, der ist jetzt in die Stadt gelaufen. Alles klar, dann gehen wir hier auch rein. Dann geht der da hin. Speer geht da außen rum. Was denn? Der kann da vielleicht jetzt da rein. Nee, der muss die Mauer erklimmen, das geht nicht. Die Mauer erklimmen kostet die irgendwie Aktion. Jetzt hat er sich auf seine Fahne gestellt. So, jetzt kann ich ihn aber schon mal hier anhitten. Das ist auch nicht erfahren. Ah, Mist, den hätte ich jetzt erstmal noch spielen sollen. Wäre es besser, ihn von dem Hügel da oben anzugreifen. Dann laufe ich da nochmal ein bisschen rum. Und der kann da jetzt nicht. Da hoch zu anzugreifen wäre auch blöd. So, ich runde bin.
Come over here. Yes, sir. Jetzt kann er nämlich drum wegen dem Speer, der sich da so optimal hinstellt. Unser erfahrener Schwertkämpfer greift sie nochmal an. Jetzt kommen die vom Hügel und es. Ja, ja, gut, es ist halt trotzdem eine beschissene Lage, ne, da anzugreifen. Runde beenden. Okay, jetzt haben wir den auch noch erwischt. Von Neid zerfressen. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Eure Taten sind legendär. Ihr habt großartige Städte gegründet und gesehen, wie sie sich aus dem Staub erhoben haben. Ihr habt große Armeen aufgestellt und zu glorreichen Siegen geführt. Ihr habt die Reichtümer der Erde beansprucht und dafür gesorgt, dass aus ihnen Instrumente immenser Schönheit und Macht wurden. Auf der ganzen Welt spricht man euren Namen mit Ehrfurcht aus oder mit Angst. Und doch gibt es jemanden, der legendärer ist, mehr verehrt und mehr gefürchtet wird. Den Anführer der Burg. In seinem großen Schatten stehend platzt ihr vor Neid. Was sollt ihr dagegen, was unternommen werden? Also irgendein unbekannter Spieler scheint wohl noch glorreicher zu sein als ich. 50 ausgeben, dafür eine Überproduktion in Monopolis erreichen. Die königlichen Anlagen und die königlichen Anlagen werden von dem furchterigen Bild der Assyrer gestaltet. Bürger nervös machen. Oder Chance, ein weiteres Story-Ereignis. Bildhauern. Jede Stadt und jeder Platz im Reich wird eine beeindruckende Skulptur von euch haben. Die Frage, ob wir die Stabilität jetzt brauchen. Ich will wissen, was da als nächstes kommt. Wollen die nicht überall Statuen von dir sehen, Mona Lee? Guck mal in die Städte, ob die nicht bei 100 sind oder nicht. Die ist auf 100. Ich bin doch ganz überzeugt, dass die alle nur dich sehen wollen. Die sind auf 100. Die sind auf 100. Die Überproduktion oder die Stabilität. Verteufeln werde ich nicht. Also das ist Blödsinn. Das mache ich jetzt echt nicht. Nee. Was machen wir? Gehen wir auf den Club, die Geopolitik in Richtung Welt oder werden wir autoritärer? Ich bin jetzt für Nachahmen. Weil wir überall auf 100 sind. Wir ahmen ihn einfach nach, okay. Wir haben so viele Luxusgüter. Ist okay. Stabilität. Die Überproduktion hat auch die hängenden Gärten ein kleines Stückchen nach vorne geschubst. Das ist ja auch gar nicht so schlecht, würde ich sagen, ne? Vielleicht machen die dann auch danach nochmal so einen Bogenschütze. Ja, da kriegen wir dann die Unsterblichen, ne? Die können wir zu den Unsterblichen aufwerten. Da würde ich mal lieber so einen Schwertkämpfer machen, als noch einen Bogenschützer. Du musst halt beides. So? Mhm. Richte im Frieden, was im Krieg vonnöten ist, ne? Eine Welttat. The Hanging Gardens of Babylon. Worth a cooling visit during a hot summer, regardless of what city they are built in. Ist ja blöd, dass man dieses Symbol da drauf sieht. Also, Leute, wir haben die hängenden Gärten von Monopolis gebaut. Was sagst du dazu, Monali? Ist es deiner würdig? Ja. Okay, wunderbar, ihr habt's gehört. Osmose-Ereignis. Was sind da schon wieder? Aha. Ja, das würde ich sogar freischalten. Ja, das haben wir doch locker. Und die Seefahrt wurde dadurch auch noch erforscht. Das geht ja jetzt hier gerade zügig voran. Haben wir noch ein Osmose-Ereignis? Nee. Mein Kumpel Lino hat geschrieben, da kommt noch ein ordentlicher Brocken auf der Schwierigkeitsstufe Reich auf uns zu. Aber er meint, wir könnten das schaffen. Naja, aber Lino, ich muss sagen, also das lief jetzt gerade irgendwie so ein bisschen für uns, ne? Würde ich mal behaupten. Das ist jetzt nicht so schlecht gelaufen. So. Ja, und dann geht's hier rein, ne? Oder wollen wir uns verheilen? Die guten Krieger sind jetzt ja nur ein Fältchen rüber, ne? Dann heilen wir uns halt hier nochmal schnell. Bis zur Heilung verschanzen. Kommen dann nicht wieder noch neue, dann halt inzwischen nach. Ja gut, das kann halt sein, aber die haben halt nur noch zwei Bürger. Woher sollen sie Soldaten noch nehmen? Ne? Das ist der springende Punkt. So, also, wir haben hier eine kleine Gemeinde. Wir haben auch einen Haufen Einfluss, den sollten wir uns auch nochmal anschauen. Der Haufen bringt jetzt nicht so viel hier. Das Gebäude wird schon richtig was bringen. Ach komm, lass uns das hier errichten. Haben die auch ein Industriegebäude von? Die haben ein Bauernviertel errichtet und eben unsere Pyramiden, die als Industriegebiet gelten. Mhm. Na, ich könnte... Ah, das war schon gut hier, guck mal.
15, 11. Mhm. Arm werden wir nicht. Top, 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 top. Ja, der, was sind wir denn? Ah. Zweiter. Ja, dann sind das die anderen, die schon in die andere Epoche sind. Da ist der eine Bogenschütze. Ja, und da ist noch der Speerkämpfer. Die Aber wo sind die Bären da hin? Da sind die Bären, da unten. Ich würde sagen, die können wir jetzt schon losschicken, ja, ne? Gehen wir auf Bärenjagd. Gehen wir heute auf Bärenjagd. Mhm. Muss halt leider sein. Die bedrohen uns halt. Kann ich auch nichts dafür. So, die hier willst du aber erstmal in Monopolis stationieren. Oder was hast du mit denen vor? Die nicht auch zu der anderen Truppe? Zu welcher anderen? Den Bärenjäger. Zu den Bärenjägern willst du die schicken? Die müssen, die laufen da unten lang. Ja, das ist ziemlich verzwickt hier, hier runterzukommen. Unser Reich ist riesig, riesig. Vergiss das nicht. Naja. Wir haben so viel Einfluss, wir sollten auch nochmal so Außenposten hier sichern. Ja, hier zum Beispiel. Da, wo die Fragezeichenressource ist. Ja. Dann gehen wir mal in die Richtung und dann schauen wir uns das mal an. Ja, da haben wir auch noch genug hier. Ja, das wird aber auch schon ziemlich viel kosten, aber eine Sache können wir uns auf jeden Fall erlauben. Also wir haben jetzt auch die, die wir quasi schon einnehmen könnten. Da könnten wir auch das mit 50% unabhängig. Ja, genau, da ist es. Das andere ist Armee-Anhalt. Das brauchen wir nicht, aber die Unterwerfungskosten zu halbieren, das könnten wir mal machen. They may have more to offer than just their weapons. Assimilation does seem practical. Gucken wir uns mal nächste Runde an. So, da ist ja jetzt der Bogenschütze fertig geworden. In dem schönen Theben. Die kriegen mal noch so eine Oberflächenbewässerung. Ja. Die haben viele Flüsse. Ja. Guck mal, wir haben doch. Ich muss die Bären kurz beobachten, einen Moment, ja? Wir haben noch diese Fähigkeit dann noch. Und beim Orangen oder so. Willst du ihm das da wegschnappen? Das ist ein gutes Gebiet. Es gibt Eisen, noch eine Fragezeichenressource. Da sollten wir aber mehr Truppen haben. Die können das dann sonst nachher. Ja, aber jetzt halt gerade. Ja, jetzt haben wir ja die Truppen nicht. Ja. Ja, das wird eh angeschlossen, denke ich. Mhm. Wir können ja noch nachkommen hier. Oh oh. Let's go. Wo können die denn? Die hatten nur noch zwei Bürger und wo kommen die denn jetzt bitte her? Ja, das ist ja Blödsinn, also. Na gut, die könnten sich dann noch zurückziehen. Mhm. Ja, ich muss trotzdem auf Laufen-Befehl halt recht schnell klicken, dass da nichts Großartiges passiert. Also das mache ich jetzt noch für eine Runde. Das ist ja überhaupt nicht verkehrt. Bevölkerung ist ja auch riesig von der Stadt. Das ist auch ganz gut. Haben die schon einen Hafen? Die haben noch keinen Hafen. Die Hauptstadt könnte echt gut einen Hafen gebrauchen, finde ich. Das können wir mal echt machen hier. Jetzt haben wir Runde beenden. Tja, die Bären, die sind jetzt hier runtergegangen. Okay, dann geht's hier weiter. Dann sind die eh bald hier zusammen, die Armeen.
Der ist auch noch nicht ganz da. Over this way. Die sind auch nicht gerade klein. Und könnten... Tja, was könnten die jetzt noch machen? Die kriegen jetzt einfach diese Produktionssachen. Die möchte ich jetzt hier haben. Und dann habe ich hier das ausgemaxt mit der Produktion. Was ist denn denn mit der Kriegsentschädigung? Die haben, die Kelten haben eine Migration ausgelöst. Och. Und eine Bevölkerung von Monopolis nach Nemesis ist gewechselt. Ja, die sind dann so Landwirte und können diese Fähigkeiten nutzen. Das ist ziemlich ärgerlich. Das ist so eine Bauern-Fraktionsfähigkeit, die ich ziemlich mächtig finde. Ach, guck mal, da unten ist aber 12-13. Finde ich besser. Oh, da ist ein Vierer-Trupp. Ich eile ja schon. Was sind das für Leute? Aber es Speer. Sind drei Speer drin. Die könnten wir besiegen, meine ich zumindest. Vielleicht macht sich ja doch noch einen Bogenschützen oder so auch. Der dann noch aus der Ferne schießen kann, wenn wir die Stadt auch angreifen. Guck mal, die verfolgen uns da. Ja. Streiten. Jetzt können wir auch Streit legen. Korrekt. Haben die jetzt den Bären getötet? Ja, die sind geschwächt. Ja, 12, 13. Bogenschützen können wir sogar aufwerten. Richtig aufgepasst. Ich glaube, die können wir zu denen da aufwerten. Ah, guck mal, ist auch eine Spezialeinheit, ja. Genau. Hier gibt es Verstärkung. Ja, die professionelle Kriegsführung. Wir müssen irgendwas für die Wissenschaft tun. Das dauert ja schon lange. Dafür einen Kampf jetzt. Das sind die Bären, die nicht die Bären bekämpft. Faules Pack. Doch, guck mal, der hatte. Oder hat er das? Die haben es nicht geschafft. Strike first! Wo ist der Bär? Ja, geil. Jetzt sind wir davon so ein paar Bären aufgehalten, ne? Die den Weg zu uns nicht finden. Vielleicht da oben gespawnt und kommen dann über den Fluss nicht zu uns. Ich habe keine Ahnung. Okay. Die haben zusammen 70 Kampfkraft, wir 39. So, das ist jetzt unser eigenes Gebiet und dann können wir ihn aufwerten. Und jetzt haben wir hier einen sehr starken, eine sehr starke Einheit. Ja, boah. Genauso wie hier. So, die verfolgen uns tatsächlich weiter, diese Freaks, ne? Ich will da jetzt einen. Ja, den mal. Warte. Ich will jetzt keinen Fehler machen. Weißt du nicht, dass die dann plötzlich genau in der Sekunde uns angreifen, ne? Weil da könnte man auch in die Richtung sich weiter ausdehnen, übrigens. Der Speer könnte auch einfach da so ein bisschen langlaufen und Luken suchen. Auch und hier sich ausdehnen, würde ich sagen, dass dieses Gebiet ein bisschen größer wird. Gut, die Frage ist, sollen wir hier dann wieder den Kampf suchen? Der Feind 82 Kampfkraft, wir 91, wir unterscheiden uns nicht viel. Mhm. Wir haben aber einen Speerträger. Tja, die Frage ist, was macht man da, ne?
So Fähigkeiten hat er nochmal. Fernkämpfer von bewegen und feuern. Kann sich nach einem Angriff einen vollständigen Zug ausführen. Okay. Ist die Frage, ob man in der Stadt. Gut, wenn man noch einen produziert, dann können da trotzdem nicht mehr mitkämpfen. Nee. Aber wir können, glaube ich, auch einen Streit wagen. Inzwischen. Ja, Gizeh hat nur noch 5 Einwohner. Mhm. Ne? Wenn du das halt weitermachst und weitermachst, dann hast du irgendwann ein Problem. Würde 3 Runden dauern, einen Streitwagen zu machen, der übrigens schwächer ist als der Makabata, den wir jetzt eh haben. Mhm. Ich ziehe mich nochmal zurück. Ich muss es ja nicht unbedingt. So, dann machen wir einfach nur mal ein Bauernviertel, damit die ein bisschen schneller wachsen. Das bringt ja nichts sonst. Vielleicht öffnest du erstmal den Bärenkampf da oben. Ja, der ist in der nächsten Runde. Ich bleibe jetzt auf jeden Fall hier auf dem Außenposten, nicht, dass sie den zerstören. Das könnten die ja. Wenn sie mich angreifen, okay, sie sind ja geschwächt. Das darf man nicht vergessen. Die Kampfkraft wird ja trotzdem so gerechnet. Die wird ja nicht abgezogen, nur weil die geschwächt sind. So, die schöne Stadt Theben. Die wird jetzt nochmal so einen machen. Und das Gebäude da. Welches? Der Turm, da hast du auch mehr Sicht. Ne? Hm? Das finde ich jetzt hier gar nicht so schlecht. Das ist ja auch da an der Grenze zum Lila. Die Wachtürme willst du machen. You have marched out your first emblematic unit. Congratulations. Do try to keep them alive. Ah ja. Jemand hat den Vesuv entdeckt. Wunderbar. Okay, dann öffne erstmal jetzt den Kamm. Da ist der Bär. Let's fight! Hat sich einfach versteckt. Mhm. Naja, komm, der greift mich jetzt. Weil ich nicht ziehe, dann kriege ich vielleicht nicht so viel Schaden. Mhm. Du bist nicht in deinem eigenen Gebiet. Und die können jetzt noch unten dazu kommen. Ach, tatsächlich. Können die da rein, in die Truppe? Nein. Das Problem ist, ich kann hier über den Fluss oder ich kann mich hier nebendran stellen. Und dann, wenn sie dich dann angreifen, haben wir noch keine Verstärkung. Mhm. Auf jeden Fall kann man den anderen schon aufwerten. Genau. Weil von der Kampfkraft von 19 jetzt auf die 26 zu kommen, ist halt schon gut. 7 Kampfkraft mehr. Ich könnte auch den hier mit Geld heilen. Und dann? Ist halt nicht geschwächt, ne? Du kannst ja nicht zusammenkämpfen. Ich kann ihn aber zwingen, sich langsam von uns wegzubewegen. So, in dem Gebiet heile ich ja auch dann eher. So. Okay. Und der da kann als Verstärkung da runter gehen. Ich glaube, da werden wir ihn eher brauchen noch, denke ich, weiß ich nicht. Beweg dich. Die sind ja recht schnell unterwegs hier, ne? So. Dann der Speer. Ich glaube, hier ist irgendwie alles beschissen. Da oben ist noch plus 2,19. Ist natürlich einfach viel Produktion. 5,21, hier war aber auch 6,17. Ja, ich denke, hier irgendwo in dem Fluss müssen wir schon mal hin. Aber da, die Stadt oben, da ist natürlich aber auch eine coole. Ja, schicken wir mal dahin. Position. Ja, wir schicken ihn dahin. So. Oder die zwei, die kann man ja wieder. Wir können nur ein einziges Feld drücken. Nur eins. Die können jetzt nur ein einziges Feld drücken. Your first harbor. Fishing. Trade. Voyages of exploration. So, jetzt habe ich eine Möglichkeit. Out of this tiny window, onto a huge world. Und jetzt sind wir zusammen. Und jetzt könnte ich angreifen. Kannst du das schon?
Ja. Mhm. Nee. Weil die sich nicht mehr bewegen können. Doch. Ich hab mich nur falsch geklickt. So, die ziehen sich zurück. Wo sind sie hingelaufen? Also die gehen mir echt auf den Keks hier. So, die feindlichen Streitwegen können wir nichts machen, solange ich in der Stadt bleibe. Die einzigen gefährlichen Einheiten, die es dann gibt, sind tatsächlich die Nahkämpfer. Also, Entsendung beenden. Die Nahkämpfer schießen. All together. Das hab ich vor. No. Ich könnte auch auf defensiv, dass er einen Bonus kriegt. Ja, komm, wir kriegen die auch, wenn du auf Runden klickst. Angreifen, macht mehr Schaden. Der ist so geschwächt. Wenn der Bogenschütze ja machen, dann ist der weg. Hm? Ach, der könnte jetzt noch fahren, der kann nicht mehr schießen. Ah, so. Oder? Nee, der könnte nur noch fahren, dann. Der hat schon geschossen. Den hat's auch zerlegt. Mhm. Die Schlacht wird in der nächsten Runde fortgesetzt. So, wenn du dich halt hinter die Mauern verkriechst, klar, da können die Streitwagen halt nichts anrichten, weil die halt da, wie sollen sie mit ihren Streitwagen die Mauern hoch, ne? So, dann kann ich schon mal, ich komme bis hier hin, dann fahren wir mal vor. Noch so einer von diesen Typen. Die Hashaxene waren richtig stark, ne? Die haben jetzt richtig ordentlich da Damage gedealt und jetzt kommt halt Ägypten mit seiner Streitmacht und jo. Guck mal, da sitzt jemand auf Geld, der kann doch in Wissenschaft. Ja, wissenschaftlich haben wir halt auch nichts, was wir bauen können, ne? Das kommt halt auch noch dazu. Das ist etwas, was uns auch nochmal ein bisschen einschränkt hier in der Stadt. Jo, dann würde ich mal sagen, sollen wir ein Schiff bauen? Ja, dann können wir schon mal gucken. Und dann könnten wir auch in der Stadt Wachtürme noch errichten, um ein bisschen besseres Sichtfeld zu bekommen. Wir könnten aber trotzdem auch aus Produktion oder Nahrung noch einige Wissenschaft setzen. Einfach mal, das hat nur zwei Runden eingespart. Mhm. So, möchtest du, dass wir die Sus-Leute jetzt hier in unser Reich aufnehmen und nochmal mehr Truppen bekommen? Ich denke mal, dass wir die alle bekommen, allesamt aufwerten können und dann eine mega Armee haben. Plus die Pferde und alles. Ich würde die übernehmen. Also ich würde es machen. Ja, willst du die jetzt schon übernehmen? Warum nicht? Was spricht denn da für dich dagegen? Weil das dann wieder so eine Stadt mittendrin ist. Wenn wir hier schon eine Stadt direkt nebendran. Und wenn man die später eingemeinden will, wenn die schon so weit ist, dann ist das ja immer sehr teuer und. Ja, wir können sie. Ja, okay, dann lassen wir sie einfach. Lassen wir sie einfach. Kein Problem. Ich glaube ja, das kann uns keiner wegnehmen, weil wir zuerst da waren. Also. So, bei uns jedenfalls immer so. Ich würde ihn töten da. Ja, überleg gerade, ob das ein Nahkämpfer machen sollte. Go! Das
ich aber nur mal warten, dass der ranrückt. Das kriegt er keinen Schaden. Ah, der bleibt da hinten stehen. Ja, kann ja nichts tun. So, jetzt haben wir die Armee da besiegt. Halleluja. Geht doch. Die können. Bis zur Heilung verschanzen, habe ich gesagt. So, die sind da oben abgehauen, ja. Hast du gesagt, ne? Aber wir können ihm auch dieses Gebiet wegnehmen. Da sind sie. Die will ich sie vielleicht eher angreifen, dass sie das unter uns plündern. Er kann sich nicht mehr zurückziehen und muss kämpfen. So, wir haben 2 Speerträger und 2-mal die Jungs hier. Die stehen eigentlich ganz gut. Schlachtfeld ist nicht so gut. Können beide erreicht werden. Der kommt ja nicht durch. Ich glaube, da kann sie nur einen angreifen. Andere ist von der Klippe. Ja. Ja, da komme ich jetzt eh nicht in Runde beenden. Alle oben steht ein Bogenschütze von denen, okay. Wow, 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 wow. 38 hat er da runtergedonnert mir. Will der mich veräppeln, was sind das für Superspeer? Der müssen hier weg. Auf jeden Fall hochfahren, dann sind sie nicht da unten zum Abschießen. Off we go. Follow me. Ich finde, das ist eine sehr mächtige Einheit, den die Ägypter da mitbringen, ne? Okay, das hat nochmal richtig weh getan jetzt hier. Und jetzt tue ich ihm nochmal richtig weh. Wir haben ja die Flagge eingenommen. Ja, jetzt will ich mit dem weglaufen. Genau, jetzt kann ich ja eigentlich abhauen, ne, Monali? So. Das ist ja definitiv eine Niederlage. Damit müsste die Armee aufgelöst werden, wenn ich die Spielregel richtig verstanden habe. Nee, ich glaube, die wird nicht aufgelöst. Der ist tot. Ja. Ja. Oder? Auf jeden Fall mal ein Militärstern. Mhm. Was schon mal gut ist. Ja, wir haben den ordentlich einen reingewirkt, würde ich sagen. 3 Speer verloren. 1 Bogenschützen. Und hier ist übrigens unser allererstes Schiff, Monali. Ja, dann würde ich mal sagen, fahren wir erstmal hier ein bisschen raus. Gucken wir uns mal so ein bisschen um. Ja. Und das ist ein Riff. Alles klar. Nicht aufgepasst. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Da könnte man auch nochmal hinsiedeln, ne? Und. Gott im Himmel, das ist so viel, Monali. Das ist too much für den kleinen Bancake. Follow me. Everything is all right. Come over here. Ja, wartet er erstmal kurz hier. So, hier sind die Wachtürme fertig geworden. Ist nämlich auch ganz gut. Kannst aber mit dem Wissen, dass wir wenigstens mal jetzt was für die Wissenschaft.
plus ein Wissenschaft pro Forscher auf Stadt oder Außen, plus ein Wissenschaft pro Anzahl an Handelsrouten auf Stadt oder Außenposten. Das wäre vielleicht jetzt im Moment mehr, aber es ändert sich schnell, wenn ich das. Learning is important to know where you're going, but it's good to remember where you came from. Mhm. Okay. Was mache ich mit den Leuten aus Theben? Was noch? So, da ist auch die Frage, ob du jetzt. Wir haben auch viel Produktion. Ja, das mal ein bisschen. Achso, da brauche ich ein bisschen mehr. Mhm. Könnten die noch. Wie kommen die denn da rüber? Ah ja, da kann man ja hier hinlaufen. Ruhen sie sich nochmal aus. Oh. Ah, das gibt's ja nicht, Mona Lisa. Also das ist schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen weird, was du da manchmal machst. So. Ja, schon cool. Das hat uns für Wissenschaft jetzt schon voll viel gebracht. Richtig viel. Diese Lupen einsammeln ist wichtig. Okay, ja, ich würde jetzt nochmal hier eine kleine Einheit ausbilden. Was heißt eine kleine? Ich bilde nochmal so einen aus, weil er mächtig und schnell ist. Und dann können wir auch nochmal ein paar Außenposten hier mit dem machen. Der ist nicht so einfach umzurennen, diese Wagen. Die sind, können ziemlich guten Harass fahren. So, die haben jetzt nochmal was für ihre Bauernsachen gemacht. Kriegen die nochmal ein bisschen was für Produktion, hätte ich mal gesagt. Das ne? Waldgebäude. Ja, das Waldgebäude. Vielleicht, was ist denn das andere? Das kostet ja auch nur. Und du mehr, ja, das. So, der kann das jetzt hier machen. Mhm. Ja, willst du das da eigentlich schon angliedern, das Yildun-System? System. Können wir noch gar nicht. Ja, es ist völlig utopisch. Was der Bencake da sagt. So, dann würde ich sagen, die. Gut, wir wissen es halt noch nicht. Wir haben noch drei Befehlspunkte, würde ich ihn mal. Auf dem Fluss positionieren und dann schauen wir mal. Was kostet's? 375. Portokarte haben wir. Portokarte. Portokasse. Wir können die jetzt schon mal ein bisschen vorlaufen? Die heilen ja dann trotzdem. Das können sie. Ja. Bin auch da schon wieder. Da frage ich mich, woher kriegen die das? Unter welcher Regel ist das? Kriegen die einfach gespawnt? Ja. Das ist natürlich ein bisschen, ja, ne? Das geht ja gar nicht anders. Das ist aber schon ziemlich scheiße. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber das ist einfach gaga. Hm, 24. Ja, das machen wir jetzt. Viel Produktion. Was sind das denn da? Ist nur Speerkämpfer. Mhm. Brauchst du dann den Speerkämpfer oder nimmst du lieber den Wagen nicht? Dann wir haben ja noch nicht die Verstärkung. Ja. Wann haben wir die denn in? 3 Runden. Ich würde sagen, dann. Wir warten mit dem Angriff, bis wir so weit sind, dass wir Verstärkung einsetzen können. Ich glaube, dann ist unser Schlag wesentlich, wesentlich mächtiger. Wir haben ja uns ein bisschen ausgetobt und trainiert und so, ne? Haben wir offene Grenzen mit den Lilanen?
I am listening. Er hätte Sachen zum Handeln übrigens. Mhm. Nö. Aber wir können ja eh irgendwie durch. Wir können durch. Du kannst immer nach dem Nicht-Angriffspakt fragen, wenn du das nochmal will. 700 will der dafür. Komm now. Dann kaufen wir jetzt mal lieber Luxusgüter. So be it, friend. Hui. So, Feuer. Das ist schon besser. Was bringt das halt bei? Ah ja, das ist doch ganz gut. Yes, greetings. I hope you don't mind if I stare. Oh, guck mal, die haben auch Edelsteine. Aha. Was ist das so? Ja, ich wollte eigentlich wegklicken. Ja, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was mit unserem Geld gemacht, ne? Ja. Ist sie vielleicht bereit, nicht Angriffspakt zu machen? Komm, wir versuchen es mal mit ihr. This arrangement would see both. Das darf doch alles nicht wahr sein. I cannot in good conscience accept this proposal. Da handelt man fröhlich, ne? Und dann solche Absagen hier. Yes, come on. We'll stay here. Ja, die haben nochmal so ein Spezialgebäude gebaut. Minus 14 macht das. An Stabilität, ja. Weil der Fluss da wegkommt. Aber die haben da auch schon genug eigentlich für Industrie gemacht, ne? Haben die schon einen Hafen? Die haben wohl noch keinen Hafen. Dann kriegen die jetzt einen Hafen. Ja. Da oder an die Ecke? An die Ecke. So. Na, hoffentlich fährt das weg. Das ist, glaube ich, Kontrollzone, dann sauft unser Kahn auch noch ab, ey. So. So, der kann ja auch ein bisschen nach Luten noch gucken. Ja, ja. Da unten. Unsere Straßen sind so gut. Noch zwei Runden, ne, bis zur Verstärkung. Ja, Gott, Donnerwetter. So, warte mal. Gehen wir da rüber noch. Wo wir gekämpft hatten. Mit den Orangenen. Guck mal, da steht jemand. Wie hast du das jetzt gesehen? Den will ich angreifen. Ja, der hat sich zurückgezogen, der Feigling. Und da oben. Da muselt auch was rum. Dann geht's los hier. Nicht auf dem Fluss. Over this way. Ja, irgendwie hat er sich jetzt regelrecht blöd zurückgezogen. Ist mir egal, ob der jetzt da auf dem Fluss steht. Over this way. Das mal sehen. Ich regel das über die hier. Ach, ja, dann da. Auch da kann auch hin. No mercy. Zur Seite gehen, dann kann der dann noch nicht hoch. Hier geht's da nicht hin? Nee. Ah, ist draußen. Gewonnen. Ein Sieg nach dem anderen.
Ah, jetzt können wir was Neues aussuchen. Ja, wir können was Neues aussuchen. Ich wollte nur gerade was überprüfen. Verordnungserlassung auf Reich, Kosten für Verordnungsaufhebung werden gesenkt. Okay. Wir haben noch keine Forschungsviertel. Das bleibt ja aber bestehen. Geld schützt die Schwachen. Fasten. Die Pilgerfahrt finde ich aber auch nicht schlecht. Die Pilgerfahrt ist mega mächtig, wenn man überlegt, wie viel die kostet an Einfluss, ne? Ja, dann machen wir die mal. Und guck mal, tut es im Wasser gleich und wir machen noch eine Pilgerfahrt. Mhm. Wir machen eine Pilgerfahrt auf Flüssen. So, sag ich mal, ist das bei uns. So, zack, Religion weiter ausgebaut. Sehr schön. Ein neues Dogma für den Taoismus. So, okay. Eine Runde. Noch eine Runde. Ja, das darf doch alles nicht wahr sein. So, dann haben wir die hier. Der soll weiter Lupen gucken, ne? Der will ein bisschen sammeln. Lupen gucken. Schätze finden. Hm. Doch, ist leider so. Aber ich habe die Fähigkeit, da reinfahren zu dürfen. Und jetzt muss ich halt kämpfen. Aber andernfalls saufe ich halt ab, ne? Der langweiligste Flottenkampf aller Zeiten. Ist halt blöd, weil der angefangen hat. Ja, und dann ist nur Würfelglück jetzt, ne? George! Ja, er führt. Ja, 28 war halt 27. Oh, na. To battle! Ja, das verlieren wir. Ja. Ich wollte nur erkunden. Ah, guck mal. Jetzt geht's. Ins andere Gebiet. Ja, das ist so ärgerlich. Das ärgert mich mega. Okay, es ist auch interessant, ihm hier jetzt die Tür zuzumachen, ja? Zu sagen, okay, wir sagen, wir gehen jetzt hier hin, ja, und nutzen das. Das ist sogar vielleicht gar keine schlechte Idee. Komm, wir machen das jetzt einfach mal und dann schauen wir mal weiter, um als nächstes sowas machen. So, Runde beenden. Endlich habe ich die professionelle Kriegsführung. So, jetzt gehen wir dahin. Beanspruchen dieses Gebiet. Wir öffnen diesen kleinen Kampf. Let's fight! Ich glaube, der hat sein Schiff geheilt. Ja, wir sind fertig. Das geht unter. Ende Gelände unserer Seefahrt, die war lustig, aber sie war auch sehr kurz. Blub, blub. Einmal abgesoffen. Ja, gut, wieder was draus gelernt. Man kann nicht alles gewinnen. Was ist das denn? Das wird von dieser Kultur beeinflusst. Dieses Gebiet, es ist so schwach, dass die fremde Kultur immer mehr hier hineinkommt. Das ist in dem Spiel, weil wie bei anderen Spielen, die wir bisher gespielt haben, halt ein bisschen anders. Ne? Da könnte man mal so ein Ästhetenreich oder sowas nehmen und sagen, okay. Ja gut, dann könnten wir die jetzt versuchen zu attackieren. Mhm. Wenn da alles mit rechten Dingen zugeht, dann. Ich weiß überhaupt nicht, wie die sich aufstellen. Reinkommen eh nur unsere Nahkämpfer. Da gibt es ja gar keine Frage. Die Nahkämpfer kommen nur rein, die Streitwagen kommen nicht rein. So. Jetzt. Haben die denn schon einen Zaun? Das sieht so. Ja, ja, die haben eine Mauer. Wir haben schon einmal gegen die kämpfen müssen. Wir versuchen natürlich eine Stelle zu attackieren. So. Oh, der hat ihm aber jetzt ordentlich da eingeschenkt. Gefallen. Auch. Extrem tapfer. Ausgenommen.
Ja, das ist ein Ende. Ja, die schlagen sich da echt wacker. Also den schicke ich jetzt erstmal da rein, dass ich den Malus nicht mehr kriege. Auf wen feuern wir? Auf den hier. Ja, da steht auch. All together. Oh, das ist gerade schön viel Schaden. Steht jetzt überhaupt nicht. Doch, getrillt. Dann kill den. Also, Krieger sind halt auch noch erfahren, ne? Das kommt ja noch dazu. So. Doch. So, bleibt nur noch einer übrig. Greift mich an, hat sogar richtig tapfer Schaden nochmal gemacht und jetzt geht's. Jetzt heißt es Ende Gelände. Ja, ich würde mal sagen, dass unsere Streitwagen hier einfach den Unterschied machen. Und da würde ich jetzt nicht mehr warten und die einfach attackieren, ne? Ja, weil. Sonst kommen wieder welche. Oh, Nerv. Du kannst jetzt auch einfach, bevor die das anschließen, wegen dem einen, ja. Obwohl, wenn wir eh nicht weiter können, können sie auch genauso gut angreifen. Ah, das geht so. Ja. Muss ich drauflaufen, sonst gilt's nicht. Ich lass den jetzt einfach. Ja. Ich lass den jetzt einfach. Das Angliedern geht nicht. Wenn du Angst hast um dieses Gebiet, muss ich halt versuchen, den da schnell... Unser Speer ist nicht so stark wie den ihrer. Dann locke ich ihn eher noch an. Wie viel haben die denn jetzt mittlerweile? 6 Stück. Komm, noch einen. Ja, die überzeugen mich. Das ist ja schon wieder auf Geld. Was ist denn da los? Das weiß ich nicht. Alles, was nicht angebunden ist. Zwei Schilfe zur Verteidigung, falls das eine von dem Gegner kommt. Ja, da könnten wir auch mal eine heilige Stätte noch bauen, ne? Ja. Aber da haben wir auch schon eine gebaut. Dann halt nicht. So, kann man trotzdem oder die ganze die Stadt unten noch das dann. Da die Schrift, dann ist auch, gibt's auch was. Da gibt's auch was bei der Schrift, ja, viel zum Lesen, würde ich sagen. So ist das, Dingens. Wir nehmen euch eine längere Folge auf, weil wir nicht wissen, wann wir das nächste Mal wieder dazukommen. So, apropos dazukommen. Nix, Angriff. Wieso sollte ich diese Spaten? Das gefällt mir da nicht. Lange belagern. Let's get up! Charge! Der kann doch rein in die Stadt. Ja, aber das bringt nichts. For your families. Ich wollte dem vom Hügel aus angreifen. Es bringt ja nichts, ihn da oben in die Stadt zu parken. Aber es sieht nicht so aus, als müsste ich den Hügelangriff noch wirklich vollziehen. Warum setzen wir da hin? Weil der trotzdem Kampf-Mali bekommt, wenn ich ihn umstelle. Jetzt endlich ist die Stadt da. Oh, das war aber schon anstrengend, fand ich. Das ist jetzt die Stadt neben der Stadt. Ja, das ist halt irgendwie blöd, ne? Das ist echt doof. Aber zum Glück spielen wir jetzt die Perser. Da kannst du nichts sagen. So, dann machst du Städtewachstum, ne?
Und was haben die denn da alles schon? Die haben schon einige Sachen hier. Guck mal, die haben tatsächlich ein Forschungsviertel, die haben ein Marktviertel, die haben ein Schmiedeviertel, die haben Vergnügungsviertel, die haben noch ein Schmiedeviertel, die haben Bauernviertel und noch ein Bauernviertel. Das ist eine gigantische Stadt, die wird jetzt halt ziemlich schnell, ziemlich heftig wachsen. Erstmal schnell eine Töpferei. Ja. Und die sind maximal zufrieden, da frage ich mich auch, wie das geht. So, dann nennen wir die Stadt Halong, weil die zählt sich ja zur Halong-Bucht aus denen, meine ich mich zu erinnern, ne? Ja. Und der soll weiter nach Dingensbumsens gucken, ne? Nach Lupen. Ja, genau. Was ist denn mit den anderen da? Diese Aktion ist bereits ausgeführt, okay. Oh, die müssen jetzt hat er automatisch gemacht, okay. Und der hat jetzt hier diesen Außenposten hinbekommen. Und dann sollte er weiter und den nächsten Außenposten sich mal angucken. Wenn es dann soweit ist. Kommt da jetzt noch? Ah ja, wir sollen gegen Ungeziefer eine Entscheidung fällen. Wir können Katzen oder Frettchen nehmen. Wir nehmen die Frettchen, ne? Ja. Sie sind kleiner und schwächer, jedoch auch effizienter. Ja. Okay, meine Leute. Ihr seht, wir sind das Reich der Mitte, würde ich mal behaupten. Und haben noch ein paar weiße Flecken. Halong ist unser. Das heißt, die Ausdehnung im Osten steht auch nichts mehr entgegen. Der Stadtstaat, der mitten in uns lebt, Sus. Den lassen wir am Leben, wie ihr gesehen habt. Das Reich im Norden. Ja, interessant. Ich jetzt nicht sehe, welchem Volk das angehört, ne? Das sind die Kelten, okay. Und im Süden wohnen dann die Mayas, okay. Okay, ja, war doch gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Bis jetzt läuft's. Also, jo, gibt ein paar Schwierigkeiten, aber die sind irgendwie alle noch zu meistern, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man die Dingsbums spielt, die Achämeniden. Die frühen Perser. Okay, gut, ja, dann sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. War eine lange Folge. Wie gesagt, jo, wir haben dann vielleicht länger wieder keine Zeit zum Spielen. Und jo, dann darf es auch mal ein bisschen länger sein. Ne? Ihr könnt ja Pause drücken. Ja. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.